dann würde ich jetzt mal auf Los drücken, weil los geht's los, ne? Bei Los geht's los. Ja, mach einfach mal. Hallo Leute, wir sind jetzt hier am Stream, wie man sieht. Vibriert mein Handy. Mal gucken, ob das jemand freiwillig antut. Warum vibriert mein Handy? Muss man erstmal checken hier. Achso, hat meine Frau wieder einen Termin eingetragen. Muss ich auf Start drücken? Nee, ist bloß ein Deathmatch. Das ist ja bloß bei Wettkampf, ne? Kleiner Hinweis an dich. Wenn jetzt hier links immer so die Nachricht kommt, benutzen Sie doch diese Waffe, um mehr Punkte zu bekommen, dann musst du das auch machen. Du musst versuchen, so viele Punkte wie möglich halt dazu rüber zu geben, kriegen. Okay, ich versuch's. Kannst du dem Super Schulz, hast du den in der Freundesliste? Achso, ja, nee. Verdammt. Nee, den habe ich nicht in der Freundesliste. Wenn er im TS ist, dann ziehe ich ihn gerne wieder runter und dann gebe ich ihm auch gleich mal vernünftige Rechte. Also schick ihm das Passwort. Juhu, los geht's. Ich habe gegen den Bot verloren. Bonus Weapon Dual Beretta. Da ist er doch. Ja, wir spielen ja. Oh. Deathmatch, sind jetzt hier alle meine Gegner? Ja, nicht alle. Okay, nur die. Kommt auf sein Team drauf an. Okay, komm, also. Team Deathmatch. Das Team Deathmatch, okay, das war jetzt die Frage. An der Frage. An die erste Telle. Ich sehe nicht mal Gegner. Brauchst du nicht, ich mach dir alles kaputt. Ein Bonus mit. Ja komm ey, fuck hier. Bin so dumm zum Kacken. Die spiele ich doch nur. Boah, ne, okay, egal. Genau. Dann ziehen wir einfach durch. Egal. Du kannst im Team ziehen. Boah, sorry. PS. Mann. Ja, ich kann im Team. Aber ich kann mit der Waffe überhaupt nicht umgehen. Kann man überhaupt einer mit der Waffe umgehen? Mit der dicken 100 Schussknarre? Da. Negev. Ja. Geheimnis bei der Knifte ist, dass du Einzelschuss machen musst. Das klingt erstmal blöd, weil es ist ja eigentlich eine Schnellfeuerwaffe. Ja. Aber dadurch hast du eine fast 100%ige Genauigkeit. Das ist der übelste Wahnsinn. Eine riesige Wumpe und dann kaum verziehen, wenn du langsam schießt. Okay, ich peile hier gerade überhaupt nichts. Wie gesagt, wenn er im TS ist, sagst du Bescheid. Der ist im TS, du kannst ihn ziehen. Hat mir schon geschrieben. So, okay. Dann ziehe ich ihn mal rein. Er hat sein Mikrofon aber noch aus. Ich gebe den jetzt mal hier. Richter. Weil er ist jetzt doch schon öfters drin. So. Juhu, Punkt. Wie gesagt, wenn links die Nachricht kommt, diese Waffe für Bonuspunkte, dann musst du das tun, mein Freund. Ja. Du brauchst Zusatzpunkte. Ich weiß. Muss ich die ganzen Punkte in einem Match machen? Nee. Doch. Soweit ich weiß, glaube ich ja. Aber das ist nicht viel. Es stand nicht da. Jawohl, ich habe ihn mir geholt. Danach wurde ich geholt. Toll, Alter, ich habe die Waffe überhaupt nicht, mit der ich hier Bonuspunkte gerade kriege. Ach komm. Lass mich doch nicht mal abschießen. Wer es nicht mitgekriegt hat, wir spielen hier Deathmatch Vanguard und ich mache hier gerade geile Missionen und verliere dabei. Shotgun. Jetzt vergessen. So ein Arsch. Zwei Kills hintereinander. Ich bin so jung. Kinas, ich bin übrigens sehr froh über jeden Tipp, den ihr mir hier im Stream geben könnt. Die Terroristen haben gewonnen. Wie viele Punkte habe ich? Ja, dritter Platz. Und das dafür, dass ich erst später reingekommen bin. Kann ja, wir sind ja ganz am Ende erst reingekommen. Wo stehen jetzt meine Punkte? Oh, 76 Punkte. Okay, das ist doch nicht so viel. Hä? Ja, hier Workout. Alle Workout machen, los. Nochmal Workout. Ja, die Map war toll. Ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Okay. Ich weiß auch gar nicht, ob hier jemand zuguckt. Ne, guckt keiner zu. Oh, guckt im Moment noch keiner zu. Naja, macht nichts. Ja, los Workout. Ja, ja. Geil. Was kennst du hier, dieses Awesome Games Done Quick? Es sagt mir was.
wo die Jungs von Speed Movies quasi die Spiele in Echtzeit vor versammelter Mannschaft in Live-Webcam zocken und quasi Spenden dafür sammeln. Ach ja, doch. Genau. Das war doch das mit dem Banjo-Kazooie, was du dir da mal angeguckt hattest, oder? Ja genau, Banjo-Kazooie oder Zelda oder sowas. Übelst geil, was die da für Bug-Musik betreiben. Ich hab mir das letztens mal ein paar Mal angeguckt. Schade, dass wir das noch nicht in Deutschland haben. Das ist da eigentlich mal echter Hammer. War ich mal richtig dafür, das zu organisieren. Ich höre einen Gegner. Jawohl. Von vorn, von hinten, von allen Seiten. Oh, so wie es Franz mag. Scheiße. Danke. Weiß jeder, was ich stehe. Ich mag es von allen Seiten. Oh nein, ey, Bonus Weapon Nova. Und ich habe jetzt hier die. Naja, eine andere Waffe. Ich bin hier im Duschraum. Wow. Aber lass die selber nicht fallen. Ich krieg trotzdem Punkte, hä? Schon 37. Nachladen. Welches Team bist du eigentlich gerade? Ich bin CT. Ach, jetzt habe ich aber hart verzogen. Du bist CT. Dann sind wir im gleichen Team. Das ist gut, weil dann habe ich einen Konkurrenten weniger in dem Moment, der mich abschießen könnte. Warum läuft da ein Hühnchen rum? Kannst du auch abschießen. Das ist übrigens auch eine der nächsten Aufgaben bei. Ja, ich habe da schon mal ein bisschen durchgeguckt, genau. Und, was bist du das? Schenkt mir den Sparschwein? War das schenkt mir den Sparschwein? Keine Ahnung. Fuck. Kann ich hier rein? Ne, kann ich nicht hier rein. Dann springen wir halt mal runter. Geil, ey. Im Ballraum. Hat gedauert, nein! Oh, ich hab dem keinen einzigen Schadenspunkt zugefügt. Das ist ja echt doof. Sind sie denn schon wieder alle? Ich wollte einfach mal messen. Ich glaube, ich sollte mir angewöhnen, tatsächlich was? Mit der Waffe runterzuziehen. Das macht sich gut, merke ich gerade. Ja, die meisten Waffen ziehen einfach nur nach oben. Mit der Awe mache ich doch sowieso keinen Down, ey. Hinter mir. Rennt der mir jetzt hinterher? Wow. Ah, das war gar kein Gegner. Das war ein Auto. Ich habe auf das Auto geschossen, weil ich dachte, das wäre der Gegner. Ich weiß nicht, ist das eigentlich so ein Trick, sich vorm Schießen, also stehen zu bleiben, das ist ja sowieso erstmal ganz positiv und sich dann hinzuhocken? Es reicht in der Regel, wenn du nur stehen bleibst. Ja, okay. Und quasi gegen die Bewegung, die du ja noch zu Ende führst, gegenlenkst. Oh. Daran habe ich ja noch so gar nicht gedacht. Ja, fuck. Irgendwie früher zu CS 1.4 Zeiten, glaube ich, habe ich mit der P90 deutlich besser geschossen als heute. Ja, der SMG, also P90 oder MP5, 7, wie sie alle heißen, die sind quasi Bewegungswaffen. Den kannst du zwar auch genaue Schüsse machen, boah. Ist aber nicht verkehrt, wenn du mit denen rennst. Also bei denen macht das nicht ganz so viel? Die verziehen nicht so stark, die sind dafür ausgelegt quasi. Okay. Haha. Kopfschuss erzielt, wow. Kopfschussarche. Nee, Kopfschussrache. Oh. Naja. Mal gucken, wie viele Punkte habe ich. Habe jetzt 155 Punkte, okay, das geht. Ja, hat mich dominiert.
Oh fuck, okay. Die Mag 7, was ist denn das für eine komische Waffe, ey? Mit der habe ich noch nie gespielt. Das ist eine automatische Schrotflinte oder was? Ja. Vorteil ist, du kannst gedrückt halten und gehst durch wie durch Butter. Ja. Wenn du nicht daneben ziehst. Also auf sehr tödlich auf Nahkampf. Boah, what? Oh, sorry. Das Tolle ist, ich habe noch einen Skill-Level hier in Counter-Strike. Ich freue mich über jeden Headshot wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Was hast du zu Weihnachten? Ich habe gesagt, ich freue mich über jeden Headshot bei Counter-Strike hier im Moment noch wie ein kleines Kind zu Weihnachten. Was gerade ein N64 geschenkt bekommen hat. Aber irgendwie ist das jetzt gerade nicht so meine Rede. Oh, ja. Meine hoch nicht. Wie immer. Also habe ich schon wieder die Mag 7. Boah. Haha. Hier gibt es auch sowas wie eine Kaufzeit. Du kannst am Anfang F1 drücken und wählst quasi aus, dass du keine Zufallswaffen mehr willst, sondern dann kannst du kaufen. Okay. Da hast du ungefähr 5 Sekunden Zeit, dir eine Waffe auszusuchen und diese Waffe bekommst du dann immer wieder, wenn du respawnst. Die nehme ich immer von hinten in dem Spiel. Haben sie mich doch. Mit Karte zu arbeiten ist echt sehr gut, ey. Und in Art. Scheiße. Ich glaube, ich ihn getroffen einmal. Oh Mann. Schusstraining. Warte, F1 hast du gesagt? Was? Ich? Hä? Hauptzeit ist abgelaufen. Achso, man darf sich dabei auch nicht bewegen, wahrscheinlich. Kann das zufällig sein? Nee. Ziehen wir uns einfach durch hier noch die 2 Minuten, würde ich sagen. Und dann habe ich die Mission fertig. Und dann bin ich gespannt, was, ob ich die Kiste tatsächlich bekomme. Holla, holla, get the bullet. Oh, fuck, den habe ich ja gar nicht gesehen. Einen dicken, großen Monitor, das bräuchte ich mal. Ja. Jetzt habe ich diese riesengroße Scharfschützen-Jagd-Kiste und keinen Gegner in der Nähe. Geil. Chicken. Toll. Dann kommt einer, nachdem du eine halbe Stunde gelaufen bist, mit der AK vorbei und lädt dich einfach nieder, als wenn du Pappmaschine bist. Hm. Oh ja, ich gehe jetzt einfach mit dem Typen mit. Der macht uns zwar bestimmt auch eine Menge Kills. Ich dachte mir aber, er wäre ein gutes Schild, aber irgendwie ist er direkt vor mir gefallen. Oh, jetzt habe ich schon wieder die fucking Mag.
Das ist gleich vorbei. Cool. Fuck you. Hey, ich krieg mal was unten, das ist eine Mission. Jawohl, Alter. Und du kriegst für deine Mission was. Jupp, check. Ich hab meine coole Kiste bekommen, wie versprochen. Also zurück zum Hauptmenü. Geil, ja. Und hart.